Der Schlupf des Eichenprozessionsspinners steht auch hier in der Region kurz bevor. Im Mai und Juni befinden sich die Raupen im dritten Larvenstadium. Dann kann der Kontakt mit der Raupe gesundheitliche Auswirkungen auf den Menschen haben, warnen Experten. Deshalb solle der unmittelbare Kontakt mit dem Eichenprozessionsspinner und den Gespinsten, in denen der Anteil der sogenannten Brennhaare sehr hoch ist, vermieden werden. Auch den längeren Aufenthalt unter befallenen Eichenbäumen gelte es zu vermeiden, da die Brennhaare auch durch den Wind verteilt werden.